Stell dir vor, das Rentenniveau sinkt ständig und du merkst es gar nicht. Das klang damals durchaus märchenhaft vor knapp 20 Jahren. Wie sollte das gehen? Der Trick? Auf die sinkende gesetzliche Rente wird eine private Altersvorsorge gepackt. Gefördert vom Staat und getauft auf den Namen des damals zuständigen Ministers, die Riester-Rente. Die Mär von der Riester-Rente sollte die Verdauungshilfe sein für die schlechte Nachricht, dass wir ein ganzes Arbeitsleben lang in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, aber im Alter leider immer weniger herausbekommen werden. Dass auch bei der Riester-Rente immer weniger herauskommt, stand ursprünglich nicht mal im Kleingedruckten, hat sich aber nach dem Start schnell herumgesprochen. Und wenn der Schaden erstmal da ist, lässt auch der Spott nicht lange auf sich warten. Eine Verbraucherorganisation namens Bund der Versicherten machte sich in einer Studie daran, zwei Formen der Altersvorsorge miteinander zu vergleichen. Die Riester und die Kopfkissenrente. Letztere geht so. Während des Arbeitslebens lege man seine Rentenbeiträge unter ein Kopfkissen und hole sich im Ruhestand die Erträge der Kopfkissenrente wieder hervor. Zugegeben, kein besonders renditeträchtiges Vorsorgemodell, aber wenigstens verdient dabei niemand mit. Das Ergebnis der Studie: nicht selten ist das Kopfkissen die bessere Alternative. So befeuert rumpelte nun die Riester-Rente durch die letzten zwei Jahrzehnte. Die Fehlzündungen häuften sich, von den ohnehin bescheidenen 16,4 Millionen Verträgen, bei über 45 Millionen Erwerbstätigen übrigens, ist jeder Fünfte inzwischen vollends zur Ruhe gekommen. Da werden einfach keine Beiträge mehr bezahlt. Nach rund 20 Jahren Riester-Rente muss man eine kritische Bilanz ziehen und sagen: Riester ist gescheitert. Aktuell spart kaum ein Versicherter, wie vom Staat erwartet, 4% seines Bruttoeinkommens in einen Riester-Vertrag ein. Und schon allein aufgrund der Rendite und der hohen Verwaltungskosten ist es generell nicht zu empfehlen. Wer zusätzlich Geld zur Verfügung hat und dieses in eine zusätzliche Altersvorsorge zahlen möchte, sollte dies tun, indem er zusätzlich Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zahlt. Kurz vor der Verschrottung des Riester-Modells sollte wenigstens noch einmal lackiert werden. Angeblich war ein kleiner Steuerzuschuss geplant, vor allem aber ein Zuckerl für die Versicherungswirtschaft. Die litt nämlich sehr darunter, dass sie das eingezahlte Geld zu 100% wieder auszahlen sollte. Die neue Ansage lautete nun: 80% sind doch auch eine Menge Geld. Reform wurde das genannt, ist aber in diesem Jahr wohl auch nicht mehr zu schaffen. Letztes Kapitel. Ihr habt alle schon gemerkt, dass es kein Happy End geben wird. Dadurch Sparen längst keine Zinsen mehr verdient werden können, soll ab dem kommenden Jahr der Garantiezins auf Lebensversicherungsprodukte nur noch 0,25% betragen. Und zwar über die gesamte Laufzeit. Weil sich die Renten vieler Riester-Verträge an diesem Zins orientieren, wird das Riester-Modell nun wohl ganz auseinanderfallen. Und was ist mit den Menschen, die sich ein solches Modell irgendwann mal in gutem Glauben angeschafft haben? Für alle existierenden Riester-Verträge braucht es einen Bestandsschutz. Alle bisherigen Riester-Verträge dürfen nicht angetastet werden. Und für diese Verträge braucht es auch in Zukunft die Zusicherung, dass der Staat Zulagen zahlt. Wie in jedem Märchen gibt es allerdings einen Funken Wahrheit in der ganzen Geschichte. Das Niveau der gesetzlichen Rente sinkt tatsächlich. So wie vor 20 Jahren angekündigt. Und deshalb sagt der Sozialverband VdK: Das Vertrauen der Bevölkerung in die gesetzliche Rentenversicherung gilt es zu stärken. Denn für viele Menschen ist die Rente das wichtigste Einkommen im Alter. Deshalb muss das Rentenniveau auf mindestens 50% dauerhaft angehoben werden. Die Renten müssen entsprechend der Löhne steigen. Und zwar für alle.
für Beamte, Selbstständige und Politiker. Alle müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen künftig. Dafür steht der VdK.